So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth oder der Stab der Wahrheit, je nachdem. These guys may be scientists. Ja. Und wir sind in einer neuen Aufnahme-Session mit dabei, deswegen muss ich mich mal kurz hier erstmal wieder einfinden. Und ja, wir waren hier gerade bei diesen Paneln da, genau, und haben da ja eigentlich jetzt eine Lieferung abgeschlossen und müssten dann jetzt theoretischerweise wieder zurück. Quest. Müssten dann ja jetzt eigentlich zu den Waffen. Zu den Waffen. Löse. Rekrutiere eben, bla bla bla. Der Schweinebärmann, ja. Soll ich da irgendwas platzieren oder was? Muss ich gerade nochmal. Quest zu den Waffen, heißer Kaffee. Durchsuche das Drogenlabor nach dem Paket, das du abholen solltest. Ah, das habe ich noch gar nicht. Okay. Dann gucken wir uns das Ganze natürlich nochmal an. Obwohl, ich habe das Paket doch gespeichert. Oder hatte der Schlupf der Autosave hat da nicht so ganz mit. Halt. Schlupf der Autosave hat da nicht so ganz mitgespielt. Danke. Stimmt, die Tüte ist ja noch hier. Tüte mit Crystal Meth. Er bringt Rick die Lieferung, das ist richtig. So, danke schon mal für die Hinweise. Alles, was gelb ist, kann ich benutzen. Wunderbar. Halt mal die Gusche hier. Na, geht jetzt mal weiter. Und wir gucken dann uns erstmal hier weiter. Quest, heißer Kaffee, genau. Kehre in das Hinterzimmer von Tricks Büro zurück und gibt typisch die Lieferung. Der Schweinebärmann, bringe einen Schweinebärmann an einen elektrischen Transformator an einen Brandvermesser an und einen an einer Wetterbahn. Okay. Jetzt ist natürlich, guck mal hier oben, da ist was. Wir kommen hier da gerade mal dran. Wer ist denn das? Ey! Was willst du? Komm her! Die Penner sollen wir ja hier beseitigen. Please don't ask me, homie. Alles klar, Homie. Zack. Wunderbar. Angriff verringert. Butters! Hammer der Gerechtigkeit! Okay, dann Fähigkeiten. Atem des Drachens. What I do? Wanna play her up, huh? Oh, Alter, der hat ja übelste AP. Fähigkeiten. Hammer der Gerechtigkeit. Come on. No, 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 no. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir gerade das vorstelle. Wunderbar. Gucken wir gerade mal. Beschwörungen. Ich kann was beschwören. Und zwar diese Peitsche. Ich beschwöre sie auf ihn. This could be kind of fun. Oh. Jesus Christ. You think we were too hard on him? Alles lernen. Hätten wir das dann auch so erledigt? Sieg plus 5 HP. Wunderbar, hat man schon mal hier einen Penner weniger. Was haben wir denn hier gelb? Benutzte Spritze, Bündel, ein Abzeichen und eine zersauste Perücke. Alles klärchen. Ah, guck mal, da oben ist ein Stromtransformator. Seht ihr das gerade? Komme ich da auch so dran? Gerade mal gucken. Ne, da muss man mal kurz von der anderen Seite dran gehen. Ja, da komme ich aber auch nicht dran. Warte mal, da hoch muss es irgendwo gehen. Gerade mal nochmal in den Labor hier reingucken. Ja. Leider das jedes Mal. Na, komm hoch mit dir. Du
muss es irgendwo noch hochgehen. Da oben leuchtet es ja. Ah, so wird ein Schuh draus. Kennys blutige Keule. Okay. So, und dann hätten wir ja schon mal was an den Schweinebärmann noch mal dran gemacht. Dürfte ich jetzt einmal wieder nach unten. Danke. Finde mehr Freunde, um Vorteile freizuschalten, dem Kampf zusätzliche Bonis bringen. Danke. So, hätten wir das schon mal hier erledigt. Ich habe immer noch nicht so richtig den Plan, wie ich jetzt hier unten überhaupt dran komme, davon mal abgesehen. Von oben komme ich da auch nicht dran. Naja, egal. Wir öffnen erstmal. Ah, diesmal keine Ladebildschirm, sehr schön. So, löse Tweaks, dampfende Dian, rekrutiere. Ja, ja, das ist ja jetzt kein Problem. Dann müssen wir hier noch umkehren in das Hinterzimmer zurück. Okay, da wäre jetzt schon die nächste Station. Kann mal gucken, ob wir hier noch was bei Kenny machen können. Ah, wir kommen natürlich in die Assi-Bude rein, wie bitteschön. Na, hallo. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Wir haben einen Vorteil verfügbar. Okay, dann gucken wir mal kurz. Fähigkeiten, Vorteile. Was können wir denn hier noch nehmen? Trauernder, Kaugummi-Geschosse, Wachstum. Deine maximale Gesundheit wird um 20 erhöht. Kaugummi-Geschosse. Pyro, zusätzlichen Schaden bei brennenden Feinden. Erledigt selbst von weniger. Scharfschütze brauchen wir nicht unbedingt. Kämpfen oder fliehen. Die Angriffe verfügen im Grad schon zu, wenn du schwer verletzt bist. Blutrausch. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei Feinden, wenn sie bluten. Gibt es ja mal nicht irgendwas für Magier? Aber wohl. Wir kaufen das Ganze jetzt mal. Magie gibt es noch nichts. Und Fähigkeiten gibt es aktuell auch noch nicht. Okay. So, da gucken wir mal, was man der Assi-Bude hier noch alles so schön machen kann. Ja, zu, bitte. Alter, das ist verassigt hier, du. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Servus! Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Wenn sie das sagen, junge Frau. Hier kommen wir leider gar nicht durch. So, man hört ja schon schön die Motten fliegen. Ach, gucke an, Kennys Zimmer. So, wollen wir mal. Geld, Wasserballon, Nesca Club-Mitgliedskarte und bester Freund Halskette. BBF, okay. Also sieht das assihaft aus hier, die. Achso, halt. Okay, keep out. Was soll das hier sein? Okay, Keep Out würde ich mir trotzdem zu gerne mal anschauen wollen. So, was haben wir jetzt so in seiner Kiste hier drin? Rosige Wangen, Spielzeugpferd, okay. Eine Sprille. Also ist auf jeden Fall ein Nesca-Fan. Und was haben wir hier? Klebstoff, okay. Ansonsten gibt es auch bei, oder halt, hat Kenny noch was im Bett? Nee, gut, sonst gibt es hier auch nichts mehr. So, na dann, wir verschwinden mal wieder, ne? Schönen Tag noch. So, gerade mal noch auf die U-Karte gucken. Du hast zwei neue Freunde. Ging gerade mal drauf, heißer Tee zu den Waffen. Löse Tweaks, dampfendes Dilemma. Was? Ach ja, das hätten wir ja schon. Gehe zu Tokens, schicken Haus, überzeuge ihn beim Spiel mitzumachen. Ja, später. Erstmal hier Temme rufen. Und dass er jetzt da uns mal hier hinschafft. Also halt andersrum. So, dann einmal wieder Hubala den hier machen.
Ich frage mich, wie ich an das Gym Pokémon da hinten rankomme. Oh, dann einmal wieder öffnen. Du kannst dein Kostüm beliebig so oft mit Farben anpassen. Ja, will ich nur nicht. So. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit, but be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta make a change, and then I'll meet you at the kingdom. Der alte Tweaks Schlüssel. Ah ja. Zum Brühmeistervorrat. Missionsziel erfüllt. Mal gucken, kann man jetzt hier noch irgendwas machen? Tempotrank, aha. Wo kommen wir jetzt hier noch so schön? Ach, eine Schatzkiste. Ah, was haben wir denn hier? Klosterbruderhandschuhe, alles aus auf Level 3, Geld, Sonnenbrille, ein Machttrank, ne? Red Bells, ganz klassisch. Wunderbar. So. Ansonsten hier vorne jetzt noch irgendwas? Nö. Nicht wirklich. Nö, nicht wirklich. Alles klar, na dann. Ich frage mich, was das hier sein soll. Ah. Okay. Strohhalm, Gesundheitstrank und nochmal Strohhalm. You will never get laid looking like that, kid. Viel Spaß mit Ihrem Welcome Kaffee. To the coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Was haben Sie denn alles? Tempotrank Ultra, Tempotrank Normal, ein Red Bull oder Red Belt, Machttrank, Heiltrank, Gesundheitstrank, Gesundheitstrank groß. Ah ja, danke, brauche ich nicht. Tschüss. So. Aber mal gucken, was denn sonst noch hier so ansteht. Weil dann können wir jetzt leider mal Temme rufen. Dass er uns hier zu den Waffen. Was haben wir denn hier hinten? Ach ja, für diesen Schweinebärmann, ne? Den Rest haben wir noch gar nicht alles erfüllt. Zu den Waffen, geh zu Token Chickenhausen, überzeuge ihn. Das ist kein Problem. Also gerade mal gucken, wo Tokens. Wo sie suchen es nur. Ach hier, okay. Das heißt einmal hoch, einmal rüber, ja, das kriegt man. What's the matter? Lost your stick? You're a douche. So, jetzt gibt's ein paar auf Small, ja. I'm gonna beat you like your daddy. Angriff erhöht. Suck on this! Kontern. Ja, das hat jetzt. Wunderbar, na dann. Achso, er hat ja Kontern gemacht, deswegen kann ich jetzt bloß so angreifen. Stop it. Butters kann jetzt mit der Fähigkeit. Ne, haben wir da Gerechtigkeit, funktioniert ja auch gerade nicht. Stop dicking around. Obwohl, ich könnte einen kleinen Gesundheitstrank nehmen. Dass es ihm wieder gut geht. Ja, schön. War ja Kontern an. Aber jetzt blute ich ja auch noch. Er ist immer noch auf Kontern. Fähigkeiten. Weg ist er. Heilende Berührung. So, Schnellreaktion benutzen, Fähigkeiten, Hammer der Gerechtigkeit. Ah, scheiße. Wir bluten aktuell leider beide. Wunderbar.
machine. Yeah. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not of sufficient age. The best way to get to Canada is God, north. There's no ventilation in here. Na, guck mal, Leute, klar ab. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Ah, egal. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier hoch zu Tokens Schneckenhaus. Slow. Oh, das ist Tokens Schneckenhaus. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge hineinbegeben. Das war es nämlich erstmal für diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Denkt dran, bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.